Die elektronische Schülerzeitung. Hi, ich bin Leonie von der Digga-Redaktion und heute findet hier in der Gethsemane-Kirche die Pressekonferenz rund um die Highlights der Festivalwoche statt, denn es sind 30 Jahre Mauerfall. Los geht's! Dann befindet man sich im sogenannten Todesstreifen. Man kann ihn wechseln wieder. Und das ist die Berliner Mauer in Augmented Reality. Die Berliner Mauer war natürlich ein Bauwerk aus Beton, aber sie war noch viel mehr, sie war eine Bedeutung. Sie hat was bedeutet, nämlich die Trennung von Menschen, von die Trennung einer ganzen Stadt und eben eine Teilung eines Systems, oder mehr Teilung in zwei Systeme. Dies, um wirklich Augmented Reality durchzuführen und die Realität zu erweitern, reicht es natürlich nicht einfach nur ein 3D-Objekt hinzustellen. Was man auch braucht, ist die Geschichten, die Schicksale, die erzählt worden sind. Ja, um das irgendwie, um das darzustellen und erlebbar zu machen, haben wir Zeitzeugeninterviews durchgeführt, um das nachzuvollziehen, wie es sich angefühlt hat, an der Mauer zu, auf der einen Seite der Mauer zu leben oder auf der anderen Seite der Mauer. Und wie das ist, wie das sich in der App anfühlt, nämlich als eine Art Mauerfilm, werde ich noch kurz mal vorführen. Dies ist die Geschichte der Mauer. Sie teilte eine Stadt. Sie teilte ein Land. Sie teilte zwei Welten. Wenn du zur Mauer gehst und auf der Ostseite stehst, werde ich dir meine Geschichte erzählen. Andreas, geboren 1951 in Ost-Berlin. Wenn du zur Mauer gehst und auf der Westseite stehst, werde ich dir meine Geschichte erzählen. Johanna, geboren 1946 in West-Berlin. Also wie Sie sehen, werden in der App zwei Geschichten erzählt von zwei fiktiven Akteuren, die jeweils einmal auf der Ostseite oder auf der Westseite gelebt haben und dann sie durch die Phasen der Mauer begleiten. So, die Pressekonferenz ist jetzt zu Ende und ich habe alles Mögliche erfahren, was in der Festivalwoche ansteht. Neben Poetry Slam auf dem Kurfürstendamm und einer Augmented Reality App haben wir auch noch ganz viele Festivals und Workshops und auch ganz besondere Redner dabei. Die Augmented Reality App zeigt, wenn ihr die Mauer, indem ihr einfach das Handy davor haltet, was ich sehr cool finde. Ich hoffe, dass ich ein Interview mit Marianne Biertler bekomme, denn sie war maßgeblich an der friedlichen Revolution damals beteiligt und hat bestimmt viel zu sagen. Hallo, wir stehen heute hier mit Marianne Biertler. Schönen guten Tag. Genau. Und zwar, Sie haben gerade eben darüber gesprochen, dass Sie früher, also zu Zeiten am 9. Oktober vor allem, auch für Freiheit und Demokratie auf die Straßen gegangen sind. Ich würde gerne wissen, was Sie jetzt mit dem Begriff Freiheit verbinden. Dass ich denken, sagen kann, was ich will, dass die Freiheit erst dann begrenzt werden darf, wenn das wenn das nötig ist, um andere Menschen zu schützen, also dass ich kann selber entscheiden, ich kann meine Kinder können kreuz und quer durch die Welt reisen, inzwischen auch meine Enkelkinder, das sind alles Dinge, die ich nicht durfte. Aber noch wichtiger ist vielleicht, dass ich mir aussuchen kann, wie ich mich informiere, mit wem ich streite, dass ich meine eigene Meinung sagen kann, ohne Angst vor den Folgen zu haben. All das sind für mich ganz elementare Bestandteile eines Lebens in Freiheit. Okay, also vor allem die Meinungsfreiheit und auch die Pressefreiheit sehr wichtig. Denken Sie? Ja, ohne Meinungs- und Pressefreiheit kann es keine Demokratie geben. Genau. Mhm. Denken Sie, dass das bei den Jugendlichen eher als normal abgetan wird, weil sie es vielleicht anders gar nicht kennen? Ja, das ist ja immer die Gefahr, dass wenn etwas für uns selbstverständlich ist, dass wir es nicht mehr wertschätzen. So wie jemand, der in seinem Leben nie krank war, der kann sich gar nicht vorstellen, dass es auch mal dazu kommen könnte. Und deswegen, glaube ich, ist es so wichtig, das auch sichtbar zu machen, dass es
keineswegs nur Geschichten von gestern sind, Unfreiheit, Unterdrückung, sondern dass nicht nur wir das erlebt haben damals, sondern dass es auch heute noch Menschen gibt, die das erleben und auch, dass das selbst bei uns in unserem freien und sicheren Land man immer darauf achten muss, dass Freiheit und Demokratie auch geschützt werden, erhalten werden, auch gegen Menschen verteidigt werden, die sich's anders wünschen. Okay, alles klar. Und zwar, es ist ja so, Sie haben selbst in der Jugendarbeit von bis 87 waren Sie tätig. Ja, wir haben ja gut recherchiert. Ja, genau. Und zwar haben Sie da schon erlebt, dass Sie, sag ich mal, Veränderungen wollten und sehen Sie das heutzutage auch, also abhängig jetzt von Fridays for Future, weil das ist momentan natürlich sehr aktuell, aber denken Sie, dass früher ein bisschen aktiver was gemacht wurde als heutzutage oder denken Sie, dass das Gleiche ist, nur noch nicht so präsent? Das waren schon immer nur wenige, die Veränderung wollten. Also auch wenn sehr viele unzufrieden sind, diejenigen, die Veränderungen in Gang setzen und so. Das ist in Revolutionen so, das ist jetzt bei Fridays for Future so. Das kann gar nicht anders sein, dass es immer eine Minderheit ist, die die richtigen Worte und die richtige Art findet, noch mehr Menschen zu interessieren, auf die Straße zu bringen, sich mit ihren Zielen zu identifizieren. Und das ist eine sehr wichtige Aufgabe und eine Funktion, ohne die geht es gar nicht. Also darf man sich nicht davon schrecken lassen, dass es am Anfang nur ein paar Leute sind oder dass die meisten Jugendlichen heute eben nicht zu Fridays for Future gehen. Die, die das tun, haben eine wichtige Funktion und sie werden auch, wenn sie dabei bleiben, viel erreichen. Okay, Sie haben 2012 mit der Bertelsmann Stiftung ein Buch, also Sie waren Teil von einem Buch, und zwar Freiheit, Gleichheit und Solidarität. Und da haben Sie geschrieben, die Erfahrungen der Vergangenheit werden zur Ressource der Zukunft. Denken Sie, dass die Ressourcen verbraucht sind, weil vor allem so in der Erinnerungskultur der Jugendlichen, also die stellen sich zum Beispiel vor die Mauer, machen Fotos, aber ob da wirklich Erinnerung und ein Gedenken stattfindet? Wir reden ja zum Glück nicht nur über meine Generation, ja. Wir reden auch über andere Generationen. Ich denke jetzt nicht nur an meine Enkelkinder, sondern an viele andere. Und mit diesen jungen Leuten wächst ja zum Glück auch Kraft und Energie und Fantasie nach. Das sind ja nachwachsende Rohstoffe, wenn Sie so wollen, und für unsere Gesellschaft eigentlich die wichtigsten. Okay, alles klar. Was wünschen Sie sich von den Jugendlichen? Wenn Sie ihnen so ein paar Worte mitgeben können. Na, dass sie sich als Menschen verstehen, die so eine Art Bindeglied sind zwischen Vergangenheit und Zukunft. Dass sie das, was die Alten erfahren haben oder daraus gelernt haben, dass sie das mitnehmen und auch davon gestärkt werden können, was sie für die Zukunft erreichen müssen. Das heißt nicht, sie müssen nicht immer an gestern denken, aber ich bin davon überzeugt, dass man, wenn man sich solche Erfahrungen wie die aus der Gethsemane-Kirche mal angeschaut hat, dass das auch ein bisschen Energie für zukünftige Herausforderungen geben wird. Ja, dann vielen Dank für das Interview. Das hat mich sehr gefreut. Ja, machen wir kaputt. Wir sind nun wieder zurück bei Alex und deswegen war es das von mir und der Digger-Redaktion aus der Gethsemane-Kirche. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Für Demokratie, für Freiheit und wer hinter diesen Zielen nicht steht, kann sich heute nicht, oder sollte sich heute nicht auf 89 berufen. Ja, nee, jetzt bin ich gerade raus.